Herzlich willkommen zum lang ersehnten Ich bewerte dein Posing Video. Ich habe ja mal vor ein paar Wochen eine Umfrage gemacht. Hey, schickt mir doch mal eure Videos beziehungsweise eure Bilder von euren Posings, von euren Check-ins. Und ich suche mir dann mindestens ein Bild raus, das ich bewerten werde. Ich habe echt einige E-Mails bekommen und habe jetzt mal grob so um die 20, 25 Bilder rausgesucht. Von manchen sind zwei Bilder dabei, von manchen nur eins. Wenn ihr nicht dabei wart, dann war es entweder, dass relativ die gleichen Fehler waren von denen, die ich schon ausgesucht hatte, oder dass das Posing gut war, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall eine Auswahl getroffen und möchte euch heute ein bisschen mit in die Korrekturen der Check-in-Fotos von Athleten geben oder Athleten, die es vielleicht noch werden wollen. Es waren nicht viele Männer dabei, leider, leider, leider. Ich hätte mir echt gern mehr Männer gewünscht, weil ich so an sich auch echt oft Posing-Klienten habe, die Männer sind. Und genau, ich werde hier mal ein bisschen drauf eingehen, vielleicht ein bisschen malen. Und wenn ihr Fragen habt oder generell das Posing üben möchtet, weiter üben möchtet, mal eine Meinung von einem Profi beziehungsweise von mir als Profi-Coach, Profi-Posing-Coach und Profi-Athlet haben möchtet, könnt ihr mir jederzeit unter meiner E-Mail eben eine Anfrage schicken, auf Instagram schreiben, wie auch immer. So, das erste Bild, die erste Athletin, auf die ich eingehe, ist ein Mädchen, das ein DBFV, GNBF, NAC-Posing zeigt, in der es vier Posen gibt. Ich habe jetzt mal die Frontpose hier ausgewählt und ihr könnt jetzt hier auf dem Bild sehen, dass sie frontal steht, also vielleicht zu dem, was viele aus der Bikini-Klasse vom NPC kennen, wo man eher so seitlich steht in der Frontpose, ist das jetzt mal eine Frontpose, die eigentlich ganz okay aussieht. Ich würde jetzt an ihrer Stelle oder für sie schauen, dass dieser hängende Arm, also den sie ausstreckt, dass der nicht so nach hinten zieht, weil dadurch macht sie sich klein. Wenn sie die Ellenbogen so zurücknimmt, dann wirkt sie vom Latt kleiner und wenn ihr Latt weg ist, dann wirkt die Taille auch breiter. So schafft man eben diese Illusion. Genau, ansonsten ist es vollkommen fürs Erste in Ordnung. Ich habe mir dann noch eine Seitpose von ihr ausgesucht und in der Seitpose fällt mir hier jetzt bei ihr direkt auf, dass sie das Standbein, also das hintere Bein, das weiter weg entfernt von mir ist, nicht ganz durchstreckt. Würde sie das durchstrecken, dann würde der Unterkörper noch harmonischer aussehen, weil sie mit dem vorderen Fuß, also ihrem rechten Fuß, super schön schon auf der Spitze steht. Man neigt dazu, wenn man den Oberkörper schön nach vorne dreht, so wie sie es gemacht hat, dass der Po leicht wegdreht und dadurch Volumen verliert. Das heißt, immer wenn ihr eine Pose habt, die ihr von der Seite zeigt und euch eindreht, achtet darauf, dass euer Unterkörper nicht wegdreht. Wichtig für zum Beispiel DBFV-Seitpose, Hand, Unterarm sind immer eine Linie. Das heißt, hier dürfte sie ruhig die Fingerspitzen noch ausstrecken, dann wäre die Pose noch ein bisschen harmonischer. Nächstes Bild ist mittlerweile eine Posing-Klientin von mir. Das haben wir schon gefixt. Hier auf dem Bild seht ihr, sie neigt sich sehr nach vorne. Versucht immer in euren Seitposen, vor allem DBFV-Figur, Body Fitness, NPC, Body Fitness, Figurklasse, immer euren Oberkörper aufrecht zu bekommen, dass der Kopf, das Becken und die Füße eigentlich eine Linie sind. Ansonsten streckt sie die Beine schön durch und die Hände sind auch angenehm. Würde das Ganze jetzt noch aufrechter sein, würde es noch besser aussehen. So, da diese Athletin die Physikposen mitmacht, haben wir hier eine Side Chest. Die Side Chest macht sie jetzt hier im Grunde mit dem angewinkelten Arm. Ihr könntet natürlich auch beide Hände nach vorne ausstrecken. Wenn man sich jetzt für die Pose entscheidet, dann sollte man die Schultern relativ auf eine Höhe haben, den Oberkörper noch ein bisschen eindrehen, weil sie dreht sich so ein bisschen weg, weil sonst sehe ich ja gar nicht viel von der Brust. Ich würde an der Hand die Hand ein bisschen strukturierter halten. Das heißt, entweder eine Faust machen, eine flache Hand, dass es nicht so wahllos oder wüst aussieht. Und wichtig ist immer, vor allem in den Posen, wo man auch den Arm so seitlich sieht, die Schulter nach hinten unten zu ziehen, damit man da auch den Druck drauf bekommt. Und vor allem in den Posen bei den Frauenklassen, es heißt ja Side Chest. Das heißt, man konzentriert sich immer voll auf den Arm oder auf den Trizeps, wenn man das so ausstreckt. Aber wichtig ist auch, dass man hier
die Spannung aufbaut, aber nicht indem man sich klein macht, sondern indem man sich groß macht und dadurch die Spannung mit dem Druck auf die Hand oder das Handgelenk ausübt. Genau, ist vielleicht auch für manche Männer eben ein Tipp. So, dann haben wir weiter. Ich habe, wie hätte ich es auch anders erwartet, super viele Figur-Body-Fitness-Posen bekommen. Also Mädels, die Figur-Body-Fitness starten wollen, das ist euer Video. So, jetzt haben wir hier eine Backpose, das erste Backpose dieser Videoreihe, wo man sieht, der Lat ist schön geöffnet, die Athletin steht schön aufrecht. Aber was wollen wir sehen? Wir wollen ja eine X-Frame. Und für eine X-Frame gehört natürlich auch vom Unterkörper ein Schwung im Quadrizeps. Das heißt, diese Athletin steht jetzt super gerade. Würde sie ganz leicht die Knie nach vorne außen ziehen, dann hätten wir, wenn sie dann die Knie nach vorne außen zieht und den Quad nach außen dreht, mehr Schwung in der Beinaußenseite, was dann wieder eine schönere Po-Form macht, mehr Details in den Hamstrings macht und euch mehr wie eine Sanduhr aussehen lässt. Von dieser Athletin habe ich mir noch eine Seitpose ausgesucht, weil man hier schön sieht, sie hat zwar an sich eine super Haltung, aber würde sie die Beine jetzt einfach noch durchstrecken und den Bauch noch ein bisschen einziehen, würde das Ganze noch schöner aussehen. So, nächste Figur, Posing-Klientin und witzigerweise Athletin von mir, die mir Bilder geschickt hat. Hier auf dem Bild sieht man, die Hände sind schräg. Also das heißt, eine Hand ist oben, die linke, und die rechte hängt tief. Schaut immer, dass ihr in euren Seitposen, übrigens diese Posen, diese Seitposen, haben ja auch die Männer in ihren Pflichtposen, in ihren Vierteldrehungen, da gilt das Allergleiche. Sie hat die Beine schon schön durchgestreckt, aber die Hände sind ungleich. Würde sie diese linke Hand vor dem Bauch einfach tiefer bekommen und sich weiter eindrehen mit dem Oberkörper, ohne den Po wegzudrehen, wäre die Pose perfekt. So, nächste Bodyfitness-Figur-Athletin, wir werden noch ein paar Bilder sehen, haben wir folgende Sache. Ich habe mir extra ein paar Fehler rausgesucht, die unterschiedlich sind, damit ihr seht, was man eigentlich alles so falsch machen kann bei eigentlich so einer einfachen Pose. Hier sieht man, sie hat die Beine ein bisschen versetzt gestellt. Das macht man trendweise beim NPC gerne, um das Bein auch schöner wirken zu lassen. Ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Muss man nicht machen, kann man. Wichtig nur, Po nicht wegdrehen, sonst verliert der Volumen. Oberkörper ist schön aufrecht bei ihr, aber man sieht, die Schultern sind ungleich. Vorhin waren bei der Athletin die Hände ungleich. Jetzt haben wir die Schultern ungleich. Wenn ihr seht, eine Schulter zieht hoch oder runter, dann nimmt die höhere und schiebt sie einmal nach unten runter. Dann wäre die Pose bei ihr viel schöner. So, dann haben wir noch eine Frontpose hier von ihr. Hier haben wir wieder die gleiche Geschichte wie gerade bei der einen Athletin von hinten. Wir wollen mehr Schwung in den Quads. Würde sie die Beine ganz leicht nach außen schieben, also die Knie, und den Oberschenkel rausdrehen, hätten wir von den Quads noch mehr Abzeichnungen nach außen raus. Außerdem darf sich diese Athletin von den Händen gern noch ein bisschen mehr Platz machen. Das heißt, wenn sie die Hände noch ein bisschen weiter nach außen nimmt, wirkt sie noch viel imposanter. So, nächste Athletin, und hier haben wir schon mal eine wunderschöne Linie. Die Schultern sind fast gleich. Sie könnte hier darauf noch achten, die Schultern auf eine Höhe zu bringen, also die linke Schulter von ihr runterzuziehen und die Hände tiefer zu nehmen. Also das heißt, wir haben wieder diese Seitpose, aber wieder ein neuer Fehler. Jetzt sind die Schultern fast gleich, die Hände fast gleich, aber die Hände zu hoch. Das heißt, Hände immer ungefähr auf Po-Hüfthöhe, dann seid ihr absolut richtig. Hier habe ich mir noch eine Backpose ausgesucht von ihr. Hier ist auch wieder der Fall, oder man sieht jetzt schön, schaut euch die Quads an. Hier, die Athletin dreht sich schön nach außen, hat diese schöne X-Frame, aber die Hände sind super nah am Körper dran. Einfach weiter aufmachen, dann wirkt die Pose viel schöner und die Athletin viel selbstbewusster. So, wir machen weiter mit einer Backpose in eine Backpose, wo man nochmal das Gleiche sieht. Die Hände zu eng, Hände einfach weiter auf, dann wirkt die Athletin einfach ausgeglichener. So, die nächste Figur Body Fitness Athletin, vielleicht nennen wir das Video einfach, ich bewerte dein Figur Body Fitness Posing, weil irgendwie,
ja, wiederholt es sich. Finde ich aber schön, weil ich freue mich, dass ich in der Szene für die Klasse so ein Vorbild sein kann. Ihr von meiner Posing-Erfahrung profitieren könnt. Ich mache mittlerweile seit 11 Jahren Posing-Klienten. Ich habe damals, kam aus dem Tanzen, aus dem Tanzsport, Meisterschaften getanzt auf der Bühne, Wettkämpfe in größeren Städten, auf Bühnen in einer Gruppe und bin dann aus der Liebe vom Tanzen aufgrund von Zeitmangel für mein Abitur ins Bodybuilding gerutscht und durfte dann von da an eigentlich sofort als Lehrmeister fürs Posing, für Küren und so weiter stehen. Deswegen freut es mich und man wird ja von Jahr zu Jahr oder von den Jahren auch noch einfach besser. So, hier haben wir Folgendes. Die Athletin dreht schön die Quads raus, haben eine tolle Definition, das heißt, wir sehen auch echt die Muskeln. Die Schultern sind fast gleich, auch in der Frontpose mal darauf achten, dass eure Schultern gleich sind. Hier sieht man bei der Athletin, wenn ich von ihr ausgehe, die linke Schulter könnte noch ein Tick tiefer. Und ganz zu Beginn habe ich erzählt, zieht eure Ellenbogen nicht zurück, weil sonst macht ihr euch klein. Hier nochmal eine Seitpose mit noch einem Fehler, den man in der Seitpose machen kann. Ich kann ein Buch drüber schreiben. Alle Fehler, die man in einer Seitpose machen kann. Hier haben wir die Hände wieder ein bisschen ungleich. Wir haben die Schultern aber dieses Mal komplett parallel. Man sieht, sie versucht die Ellenbogen schön rüber zu drehen, könnte sie mit der linken Seite noch ein bisschen mehr machen. Aber der Hauptfehler ist eigentlich, dass sie sich mehr eindrehen müsste. Würde sie sich mehr eindrehen, würde auch dieser linke Arm, der hinten am Fenster ist, weiter nach vorne kommen und sie würde viel ausgeglichener aussehen. So, hier haben wir mal eine Doppelbizeps-Pose. Je nachdem, was für ein Verband, wie die Genetik, die Proportionen ist und so weiter, kann man da die Beine unterschiedlich stellen. Man kann die Beine komplett aufstellen, wie bei den Männern, die sich so breitbeinig hinstellen. Man kann die Beine voreinander stellen, aber das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Man könnte die Beine auch so hinstellen. Wichtig für mich war jetzt mal euch zu zeigen, vor allem vom Oberkörper, was mit den Armen hier sein muss, weil ihre Arme gehen so leicht nach unten. Wichtiger ist, die Arme etwas höher als waagerecht zu ziehen und vor allem auch mit den Händen als Frau keine Fäuste zu machen. Die einzige Situation, in der man als Frau Fäuste macht, ist beim NPC, bei der Pro League, im Women's Bodybuilding, die Bodybuilding-Posen. Da ich nicht glaube, dass diese Athletin in der Bodybuilding-Klasse startet beim NPC, würde ich empfehlen, die Hände eher aufzumachen, gerade nach oben zu strecken oder zum Beispiel 3 Finger in die Luft zu strecken. So hat man einfach eine Struktur für die Hände, damit das Ganze einfach schöner aussieht. Wenn sie dann die Hände noch ein bisschen höher nimmt, die Hände ausstreckt oder die Finger ausstreckt, sieht das Ganze schon viel schöner aus. Vom Unterkörper wäre es jetzt eine super individuelle Sache und das würde ich eher in dem Posing-Training rausfinden und mit ihr ausprobieren, wo sie sich wohlfühlt und was ihr steht. Hier haben wir nochmal eine Backpose. In zum Beispiel der Physikklasse beim GMBF macht man auch Pflichtposen, muss auch diese Vierteldrehungen machen. Und hier in der Backpose sieht man, wenn man jetzt mal auf die Füße schaut, sie müsste enger stehen, das heißt kein Platz zwischen den Fersen. Und sie müsste die Hände weiter aufnehmen. Vielleicht haben manche das jetzt schon erkannt hier, was sie hätte besser machen müssen. Und sie dürfte den Brustkorb noch ein bisschen hochziehen, damit es nicht so aussieht, als würde sie die Schultern einfach so nach vorne ziehen. Ich habe mir von dieser Athletin noch eine Pose rausgesucht, weil ich gesehen habe, hey, da ist super viel Potenzial zum Verbessern. Ich hoffe, sie freut sich, ich hoffe, sie sieht es. Denn hier in der Seite sieht man, oder an ihrer Stelle würde ich ihre Füße komplett nebeneinander stellen, würde die Beine strecken. Vielleicht haben manche es schon gesehen, der Oberkörper könnte weiter eingedreht sein, dass der Brustkorb weiter vor zur Kamera kommt. Und die Hände sind nicht auf einer Höhe und wir haben hier die Hände so ein bisschen als Schaufeln genommen. Lasst in euren Posen, in der Figur- und Body-Fitness-Klasse, Physik-Klasse, Figur-Klasse, GMBF und so weiter, eure Hände einfach hängen. Wenn ihr Männer seid, macht richtig Fäuste, dann habt ihr auch noch mehr Spannung in den Armen und in den Unterarmen für eure, ja, für euren Druck vor allem. So, juhu, ein Mann. Wir haben einen Mann. Ich weiß gar nicht, wie viele Bilder noch kommen. Ich hoffe noch ein paar. So, ich habe mir hier mal eine Pose rausgesucht, die sich Trizepspose nennt und die ist so gestellt beim DBFV. Und ich vermute mal, er wird in der
Bodybuilding, also Classic Bodybuilding oder ja, in der Classic Bodybuilding vielleicht beim DBFV starten. Ich weiß es nicht genau. Wichtig jetzt für euch zu sehen, er steht schön mit den Füßen auf der Wade, aber er könnte diesen Schulterkopf noch weiter hinten unten ziehen und versuchen, seine Mobility zu verbessern, um den Arm durchzustrecken, weil überlegt mal, im Trizeps-Training, da streckt man den Arm ja auch komplett durch, um den Muskel anzusteuern. Und wenn ich ihn nur so halb durchstrecken kann, dann habe ich ja nicht das volle Potenzial von dem Muskel gezeigt, weil er nicht komplett durchkontrahiert ist. Ich habe mir noch eine rausgesucht, wo man das nochmal schön sieht. Man sieht, er neigt dazu, vielleicht zu viel Spannung im Nacken zu haben und kriegt diese Schulter nicht runter oder hat vielleicht aktiv noch gar nicht darauf geachtet. Das heißt, hier auch in der Seite müsste er die Schulter noch einen Tick runterziehen. Genau. So, juhu, meine Lieblingsklasse. Wir haben hier eine NPC-Bikini-Athletin. Super schöne Athletin, hat mir auch gefallen, als sie mir geschrieben hat und gesagt hat, hey, sie ist eigentlich voll jung und sie macht das alles irgendwie selber und super, super schön. Zwei Dinge, die ich hier bei ihr verbessern würde, wäre, dass ich den Stand, also den nicht den Standbein, sondern den hinteren Fuß, den linken, der wo weiter weg von der Kamera steht, mehr auf die Spitze bringen würde und den hängenden Arm, den sie ja so zu mir zeigt, würde ich eindrehen, weil man nie diese Ellenbogeninnenseite zeigen sollte, sondern den Arm einfach locker nach unten hängen lässt, dann sieht die Schulter einfach viel schöner aus. Wichtig ist, tut euren Arm in der Bikini-Klasse nicht so anwinkeln, sondern lasst ihn gestreckt nach unten hängen. So, nächste Athletin ist seit neuestem schon eine Posing-Klientin von mir. Wir haben da schon ein bisschen was verändert. Hier seht ihr eine Physikathletin beim NPC. Das heißt, die haben schon brutal Muskeln. Und das war jetzt eben ganz schön, deswegen habe ich das Bild ausgesucht, ein Bühnenfoto von ihr. Und das Einzige, was sie besser machen muss, weil von den Füßen, vom Unterkörper steht sie ganz gut da, ist die Hände tiefer zu nehmen. Einfach, wie ich es schon mal gesagt habe, bringt eure Hände auf Hüfthöhe. So, hier haben wir eine Lifestyle-Coaching-Klientin von mir, die jetzt nicht vorhat, auf die Bühne zu gehen, mit der ich aber, die ich angeleitet habe zum Posing, damit sie auch besser ihren Progress tracken kann. Das heißt, auch wenn ihr nur Lifestyle-Coaching-Klienten seid oder noch gar nicht in einem Coaching seid und einfach nur immer Bilder für euch macht, stellt euch mal in eine Pose, die euch gefällt oder in zwei, hinten, vorne, Seite, wie auch immer und macht so eure Fotos, weil ihr könnt vielleicht euren Progress besser tracken als einfach nur locker stehend, weil ihr so auch versucht, eure Muskeln anzusteuern und dann seht, wie ihr vorankommt. So, bei ihr sieht man, sie hat jetzt keine Schuhe an, das ist auch gar nicht notwendig. Wenn sie die Ellenbogen nicht nach hinten piekst, sondern die vielleicht ein bisschen weiter nach vorne bringen würde, dann könnte sie ihren Lat besser aktivieren. Wenn sie die Oberschenkel wieder versucht, mehr rauszudrehen, könnte sie auch noch mehr Spannung auf die Beine bekommen und würde vielleicht dann sogar eine kleine Struktur in der Beinvorderseite sehen, was sie dann wieder als Progress für ihre Formfotos, Check-in-Fotos nutzen kann, um zu gucken, hey, wird meine Konditionierung besser, wird meine Muskulatur besser bei gleichem Gewicht und so weiter. So, hier eine weitere Posing-Klientin von mir. Ist immer schön zu sehen, wie sich die Mädels auch entwickeln oder auch Jungs. Zwei Sachen, vielleicht habt ihr schon eins gefunden. Die Füße würde ich nicht so weit nach außen stellen, sondern die Füße, wenn überhaupt, ganz leicht nur öffnen in der Backpose. Und hier dürften die Hände auch wieder ein bisschen weiter vor zur Wand und tiefer kommen, damit der Rücken sich noch weiter öffnet. So, ich freue mich über eine Bikini-Backpose. Hier haben wir eine Athletin, die sehr schön schlank ist, wo man auch schön die Rückendetails sehen kann. Normalerweise hat man ja in der Bikini-Klasse beim NPC die Haare über dem Rücken. So, bei ihr würde ich jetzt, oder bei Bikini-Klasse generell ist es super individuell. Richtet euch nicht nach irgendwelchen Profis, sondern wenn ihr unsicher seid, macht echt eine Posingstunde, um erstmal zu sehen, wie muss ich mich denn eigentlich für meine Genetik und Proportionen hinstellen. Bei ihr würde ich mich einen Tick breiter stellen und würde gucken, dass ich die Füße nicht so arg nach außen drehe.
Weil umso mehr ihr die Füße nach außen dreht, umso mehr Quad sieht man. Und in der Bikini-Klasse beim NPC will man keinen Quad-Schwung sehen. Da ist der volle Fokus auf dem Po. Wenn ich mir mehr Quad-Schwung gebe und die Beine nach außen drehe, dann kann es sein, dass der Glute, wenn der jetzt nicht super dominant ist, vielleicht ein bisschen untergeht. Oberkörper bei ihr sieht man, sie versucht, die Schulterblätter zusammenzuziehen. Bikini-Klasse muss beim Rücken gar nichts machen. Ihr stellt eure Hände einfach auf die Oberschenkel und richtet euren Brustkorb hoch. Wenn ihr was ansteuern wollt, dann denkt an eure hintere Schulter. Die darf ein bisschen mehr Push bekommen bei ihr. Aber das ist eine kleine Übungssache, dann dabei nicht den hinteren Rücken zusammenzuquetschen. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Wir haben hier nochmal eine DBFV GNBF Bikini-Klasse Posing, wo man schön sieht, sie versucht, die Hand schon mal auszustrecken. Ganz zu Beginn hatten wir eine Athletin in der Pose, die Hand ihr angewinkelt hat. Hand, Unterarm, eine Linie. Unten an den Füßen könnte sie den aufgestellten Fuß noch ein bisschen weiter neben den Zeh rechts stellen. Das heißt, dass Fußzeh neben Fußzeh steht. Und dann dürfte sie versuchen, ihre Schultern auch gerade zu halten. Also ihr merkt, Schultern gerade ist eigentlich bei jedem immer ein ganz wichtiges Thema. Und wenn sie dann den Po nicht so weit nach hinten schiebt, würde sie auch noch ein bisschen aufrechter kommen und die Pose würde noch ein bisschen gelassener aussehen. Das gleiche gilt auf der Seite. Füße auf die gleiche Höhe, Hand noch ein bisschen ausgestreckter, Unterarm, Handgelenk, eine Linie. Der Arm, der da so weghängt, das merkt man, sie tut sich ein bisschen schwer mit der Balance. Wenn sie auf dem Boden üben würde und nicht auf dem Teppich, würde sie sich wahrscheinlich leichter tun. Also der Arm darf näher zum Po ran. Und ansonsten ist sie vom Oberkörper super schön gerade und perfekt eingedreht. Ich habe mir nochmal eine Backpose hier ausgesucht, weil das ist wirklich was, wo ihr super schnell fixen könnt. Den Arm nicht so weit wegstrecken, den Po nicht so weit hinterschieben, weil dann kommt der Oberkörper aufrechter und ihr seid viel mehr ein X und die Details im oberen Rücken sehen dann einfach viel schöner aus. Genau, so, das war's. Und es war echt einiges. Ich hätte mir noch mehr raussuchen können, aber das war jetzt mal so das, wo man die Fehler schön gesehen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freut euch auf die nächsten Vlogs, auf die nächsten Videos. Wir fahren wieder in eine große Stadt. Es geht für uns nach Hamburg. Wir gucken, was wir für coolen Content und Leute wir dort treffen. Der Grund für Hamburg ist eigentlich, weil wir ins König der Löwen Musical gehen. Ich bin gespannt, ich bin zum ersten Mal dort. Schreibt mir mal in die Kommentare, was man in Hamburg vielleicht unbedingt sehen müsst. Denkt dran, wir haben immer ab Mittwoch bis Sonntag einen ZNT-Deal mit dem Code Jenny. Immer den besten Preis. Aktuell sind es 20% auf unserer Healthline. Und ab 110 Euro gibt es ein Magnesium gratis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hinterlasst ein bisschen Liebe. Lasst uns gemeinsam wachsen. Und denkt an euer Posing. Auch in der Off-Season, auch als Lifestyle-Coaching. Schreibt mir gerne, wenn da Interesse ist. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal und ciao.